Ach ja, als Gauner mal so richtig fies und gemein unterwegs sein. Mit diesem kleinen grünen Kerl ist das möglich. Styx, Master of Shadows, ist das neue Schleichspiel von Cyanide Studio aus Paris. Ihr schlüpft darin in die Rolle des Goblins Styx, der schon in dem Action-Rollenspiel of Orcs and Men aus dem Jahre 2012 seinen ersten Auftritt hatte. Schauplatz des Spiels ist ein riesiger verschachtelter Turm, das Atrium von Akinash, in dem ihr mit eurem Goblin in Rückblenden erlebt, wie er seinen großen Raubzug geplant hat, bei dem er kurz nach Spielbeginn geschnappt wurde. Die Story wird ordentlich erzählt und die Schleichelemente sorgen für reichlich Spielspaß. So kann sich Styx dank seiner Größe unter Tischen verstecken, seine Opfer anspringen und möglichst leise ausschalten. Spielerisch erinnert vieles an die Thief-Reihe, nur eben aus der Perspektive eines Goblins, was sehr unterhaltsam inszeniert ist. Anders als Meister Deep Garrett seid ihr mit Styx auch am helllichten Tag unterwegs und bekommt dadurch grafisch hübsche, aber mitunter leer wirkende Spielgebiete zu Gesicht. Den größten Teil des Spiels verbringt ihr jedoch in düsteren Gefilden und meuchelt euch durch die Levels. Um Gegner auf unkonventionelle Art und Weise auszuschalten, besitzt Styx eine eklige Fertigkeit. Spuckt einfach ins Essen oder Trinken der Wachen und wartet eine Weile ab. Da die Goblin-Rotze giftig ist, lässt die Gegner einfach kurzerhand umkippen. Anhand kurzweiliger Zwischensequenzen erfahrt ihr mehr und mehr über Styx' Vergangenheit, was in kernigen englischen Dialogen mit deutschen Untertiteln unterhaltsam erzählt wird. Der Hideout, das Versteck des Gauner Styx, ist ein zentraler Hub, den ihr zwischen euren Aufträgen besucht. Dort könnt ihr euch ausrüsten und neue Fertigkeiten lernen. Das Rollenspielelement in Styx besteht aus insgesamt 7 Fachgebieten mit je 4 Fertigkeiten. Mit den in Missionen gewonnenen Fertigkeitenpunkten bringt ihr Styx bei, Gegner aus der Luft mit einem Sprung auszuschalten, mehr Tränke bei sich tragen zu können oder weniger Geräusche zu verursachen. Die Fertigkeiten sind gut aufeinander abgestimmt und erlauben alternative Spielstile, eine schöne Sache. Die Goldharz-Vision, eine Spezialeinsicht, für die ihr die Droge Goldharz benötigt, hebt Interaktionsobjekte und Gegner hervor, was in den verschachtelten Levels hilfreich und nötig ist. Auch wenn wir erst einige Missionen im Test spielen konnten, zeichnet sich schon ein Schwachpunkt im Spiel ab. Und das ist die mäßige bis dümmlich agierende KI, die sich schon fast kinderleicht austricksen lässt, wie in diesem Beispiel. Ein nützlicher Helfer im Spiel ist der Klon, den Styx mit Hilfe von Goldharz beschwören kann. In diesem Beispiel verschafft uns der Klon den Zugang zu einem weiteren Levelabschnitt.
Ein Pluspunkt von Styx ist die offene Levelgestaltung. So stehen euch immer viele verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie ihr euch durch einen Abschnitt bewegen wollt. Das sorgt für die richtige Motivation, die Fertigkeiten des Goblins gekonnt einzusetzen. Wenn man aufgrund der dümmlichen KI und der vielen Versteckmöglichkeiten meist keine Probleme im Spiel hat, sind nicht alle Situationen kinderleicht zu meistern. Schauen wir uns das mal an diesem Beispiel an. Vom Versteck im Fass schleichen wir die Treppe runter und schalten die Wache mit einem Wurfmesser aus. Dummerweise werfen wir einen Stuhl um, was für Lärm sorgt und eine andere Wache anlockt. Jetzt hilft uns auch das Versteck unterm Tisch nicht weiter. Generell sollte man eben keine Leichen rumliegen lassen. Schließlich gibt's auch hierfür genug Versteckmöglichkeiten im Spiel. Hin und wieder lockern auch Schalterrätsel das Spielgeschehen in Styx auf. Richtig schwer sind sie aber bislang nicht. Bislang spielt sich Styx Masters of Shadows ganz ordentlich und punktet vor allem durch den sympathischen Anti-Helden und den vielen Möglichkeiten, wie er einen Level bestreitet. Abzüge bereitet bislang die schwache KI-Leistung der Gegner. Shit! He's being killed!